Nussbaum, amerikanisch. Beim Holz Grammersberger. Grammersberger kann ich nur empfehlen. Der hat mir den jetzt zum Preis für Kubikmeter 2,5 gegeben, obwohl der Preis schon bei 3 ist, aber er hat es halt noch günstiger eingekauft. Also das muss ich sagen, ist wirklich Ehrensache. Großartig, Holz Grammersberger in Mühldorf am Inn. Ja, das ist der Nussbaum, den habe ich jetzt schon ausgeladen und hier aufgelegt. Und jetzt sind das einmal hier die schönsten Bretter. Das sind Bretter, die eben nicht nah am Kern sind, sondern eher weiter weg vom Kern. Dadurch haben sie die schöne Zeichnung, den Flader. Und das sind Bretter, die eher näher am Kern waren. Das sieht man auch, da ist die Maserung einfach ruhiger. Man schneidet nicht so an dem Jahrring vorbei. Und meistens ist natürlich auch ein Riss drin, weil hier irgendwo ein durchgängiger Ring noch war. Also wenn irgendwo im Holz ein durchgängiger Ring ist, also der Jahresring nicht durchtrennt ist, dann reißt das immer, 100%. Ja, und das bekommt ein alter Freund von mir, der war auch bei der Fischertour dabei und der kennt auch meine anderen Möbel und der will eben diesen Style haben, er will diese Holzverbindungen, er will Möbel ohne Metallelemente, das soll ein bisschen raffer ausschauen, auch die Oberfläche hier wird sicherlich mit dem Hobel verputzt und nicht geschliffen, ganze geölt und das als eigentlich Badezimmermöbel, ja. Und hier oben stehend nochmal ein Aufsatzwaschbecken. Und das Spannende an dem Möbel ist, dass jede Verbindung hier gezinkt ist. Also sowohl hier der Aufrechte mit dem Waagerechten verzinkt, hier der ganze Korpus auf der Ebene verzinkt, hier verzinkt, hier verzinkt. Und hier oben die Seite, die muss ich dann eingraten. Also in dem Möbelstück steckt nur pure Handwerksarbeit, Handarbeit, Oldschool. Ich habe mir jetzt meine Bretter nummeriert und abgelenkt mit einem guten Überstand, ja, Zuschnittmaß und immer beide Nummern draufgeschrieben, weil ich es ja in der Mitte auftrenne, wenn es nicht eh von alleine rausfällt. Und das hier auf dem Kernholzbrett und auf dem gefladerten Brett habe ich dieselben Maße angegeben. Hier sind noch ein paar falsche Maße drauf und die schneide ich mir jetzt. Und bevor ich den jetzt hier zusammenschneide, wollte ich das jetzt nochmal zeigen. Also hier sieht man deutlich die hier stehenden Jahresringe. Also so gehen die Jahresringe. Und hier war ein geschlossener Jahresring. Und deswegen ist der Balken hier gerissen. Also sobald ein Ring in einem Brett geschlossen ist, wird hier der Riss stattfinden. Ganz sicher. Der Grobzuschnitt ist jetzt mal erledigt. Ich habe mir die Teile jetzt, also ich hatte sie mir schon vorher markiert zum Zuschneiden, aber jetzt habe ich sie mir nochmal stirnseitig markiert. Das sind praktisch meine Positionsnummern der Bretter und die Positionsnummern habe ich hier so vergeben. Also Brett 2, das hier aufliegt, das liegt jetzt hier, da habe ich schon mal abgerichtet. Ja, und das ist auch der Plan, wie ich diese Bretter verleimen möchte. Also in der Mitte die beiden Bretter mit Flader und am Rand jeweils ein Brett ohne Flader, also das sind die kernnahen Bretter. Das hier ist der Splint, ja, den könnte ich auch noch wegschneiden, weil ich habe genug, das hat über 60, ich brauche nur 50. Also
so oder so ähnlich wird es hinterher ausschauen. Wichtig ist mir, dass ich den Mittelflader praktisch über Eck durchgehen lasse. Die Hölzer sind jetzt einmal abgerichtet und einmal durch die dicken Hobel geschoben. Und jetzt sehe ich auch, wie sie gemasert sind genau. Ich kann sie mir hinlegen und so würde ich sie eigentlich ganz gern machen. Das ist die aufrechte Seite, die man am meisten sieht und die eben hier in die waagrechte übergeht. Und man sieht, dass das Holzmuster identisch ist annähernd, weil sie aus demselben Holz ist. Jetzt kann ich noch den Splint ein bisschen rausschneiden, weil ich noch im Übermaß bin. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Fügen. Das heißt also, dass wir die Leimflächen hier fügen, also leicht abhobeln, über die Abrichte schieben, sodass wir hier einen hundertprozentigen rechten Winkel erhalten und die Leimfläche schön dicht macht. Und dazu gibt es so ein Hilfsmittel aus alten Tagen oder aus alter Zeit und das nennt sich eine Fügeleiste. Die habe ich selber gemacht, weil es gibt die für meine Hobelmaschine nicht in der Länge, außerdem ist kein Problem, sich das selber zu machen. Und es ist praktisch eine Leiste, die aufgebaut ist wie die Feder. Und sobald hier etwas die Feder aufspreizt, ja, entsteht Druck in die Richtung auf den Winkel. Und somit ist gewährleistet, dass ich auch von unten her, dass das richtig schön satt aufliegt und ich hier den rechten Winkel auch anhobeln kann. Ja, fügen wir mal eins. Keine Ahnung, ob die Akustik so funktioniert, aber zur Demonstration. Ja, da will ich jetzt nochmal hier kurz mal meine Schutzmaßnahmen von der Hobelmaschine darstellen. Also das ist hier ein Schutz, der ist nicht mehr der modernste. Ich habe mir die Maschine aber sozusagen zurückgerüstet, habe mir das extra gekauft, hier angebracht, weil ich finde nichts Schlimmeres wie diese modernen Sicherheitsanschläge auf Hobelmaschinen. Diese Brücke und dieses Drüberlangen, das ist für mich sowas von blödsinnig, deswegen habe ich mir die Maschine hier umgerüstet, zurückgerüstet, den ganzen Mist abgebaut. Dadurch kann ich auch sowas wie eine Fügeleiste benutzen. Ja? Das geht bei dem anderen System nämlich nicht. Und die Fügeleiste, die bringe ich mir dann so an und den Rest von der Hobelwelle, den kann ich mir hier mit meinem Gliederschutz so einstellen, dass er immer so viele Hobelmesser abdeckt, wie eben gerade frei rumläuft.
So, ich habe mit meinem ehemaligen Kompagnon gerade telefoniert und ich kann morgen zu ihm zur Breitband fahren. Deswegen leime ich die Elemente jetzt hier alle vier zusammen. Und jetzt sieht man hier auch mal das Dreieck, das mir sozusagen darstellt, wie ich diese Bretter zusammennehme. Und das ist das, was die meisten Leute unter Schreinerdreieck kennen. Aber hier könnte ich auch ein Smiley draufmalen. Es hätte genau denselben Effekt. Ja. Also das ist hier unwichtig, ob das ein Dreieck ist. Das will ich damit sagen. Ja. Diese Dreiecksmarkierung, die wird interessant im Korpusbau. Ja gut, ich war gestern beim Breitbandschleifen bei meinem ehemaligen Kompagnon und da haben wir die Platten hier kalibriert. Das ist wichtig als Voraussetzung zum Zinken und auch er und ich, wir haben nicht so eine breite Hobelabrichte, wo man das durchschieben könnte. 50 cm hätte er gehabt, aber ich bin so ein bisschen über 50. Außerdem ist mir das mit der Breitband lieber. Da ist es ordentlich kalibriert, ja. Okay, ich war schon lange nicht mehr dort und er hat mir so ein bisschen seine Werkstatt mal wieder gezeigt und vor allem hat er mir gezeigt, wie das mittlerweile mit Plan und Bestellung von Material läuft, ja. Der Architekt, der hat aber nicht dieses Pyta, der hat die XF, die Schnittstelle, ja, aber, oder? Ja, aber die kriegen von mir diesen Viewer da, der kostet. Ach so, den könnt ihr über den Viewer machen, der, alles klar. Ist die eigentlich das Zimmer halt. Aha. Genau, und das ist ein Sonstprogramm und das ist halt so. Abgespeckt. Du zeichnest 3D erstmal diese kleine Küchenzeile da rein, ja? Und dann exportierst du deine Zeichnung zu einem Zuschnittsfirma, zu einer Zuschnittsfirma, ja? Ja, einfach eine Excel-Datei, das kann ich dir oben zeigen. Okay, das zeigst du oben. Das ist nur hier die, was früher der Papierplan war, ist heute hier genau. Die Station. Also da wird nicht mehr groß zugeschnitten dort, ja? Der hat zwar alle Maschinen, die man braucht, auch richtig große und gute, die klassischen Maschinen, ja, keine CNC. Und dann wird gezeichnet und es wird wirklich alles gezeichnet. Es wird bei einem Küchenkorpus, es wird jede Schraube, die wird vorgebohrt für den Stellfuß zum Beispiel, für den Dübel, für die Korpusverbinderschrauben, die Lochbandreihe ist gezeichnet. Also im Grunde ist dieses Möbel dreidimensional komplett einmal gezeichnet, so wie es im Original dann hinterher aussieht. Jede Kante ist definiert, ja hier Kante oben, unten, rechts, links oder auch nur oben oder wie auch immer, welche Art von Kante und so weiter. Dann exportiert er das aus seiner Zeichnung und schickt es direkt zum CNC-Fräser. Der fräst das alles, Kante drauf, Material und schickt ihm eine Palette und dann kriegt er eine Palette mit Zuschnitten und auf jedem Brett ist eine Positionsnummer und eine kleine Legende, damit man es zuordnen kann. Im Bankraum selber haben die Schreiner dann einen großen Bildschirm und eine Tastatur und können dann in diese Zeichnungen ihre Projekte, die sie dann unten im Werkraum zusammenfügen, reingehen, reinzoomen. Es gibt keine Zeichnung mehr per Papier, gar nichts. Man muss auch nichts mehr bemaßen, das holt man sich alles aus dem Programm raus. Und das Papier ist mal Geschichte, ja, in der Schreinerwerkstatt. Ja, der Beruf verändert sich natürlich. Ich finde jetzt hier nicht unbedingt zum Besten. Das liegt aber auch nicht an dem Beruf, sondern es liegt letztlich an dem Kunden. Ja, der Kunde entscheidet, was er will. Und wenn heutzutage jeder Kunde gern so schlichte, wie soll ich sagen, so
Küchenverbauten haben mag, ohne Griff oder was weiß ich. Also es hat nichts mit ohne Griff zu tun, aber sag mal, der Kunde, sein Geschmack entscheidet am Schluss, was der Schreiner baut. Mein Kunde will hier einen handgezinkten Waschtisch und deswegen baue ich den. Ja. Aber wenn diesen Kunden nicht geben würde, dann müsste ich vielleicht auch Küchenspanplatten bauen. Ja gut, jetzt habe ich ziemlich viel erzählt. Ich schneide hier mir noch das auf meine Maße zu. Das ist alles noch relativ grob. Also muss man jetzt auch nicht alles genau zeigen. Und dann geht es im nächsten Teil ums Zinken. Und dann haben wir viel zu tun. Ja.